Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skill Tree Saga. Ich habe jetzt nochmal einen weiteren Durchgang hier gemacht und habe entdeckt, dass ich jetzt hier Werte verbessern kann von denen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die alten Zauber hochzustufen. Auf 4 Stufen geht wohl immer. Der unterste war schon irgendwie oben, ohne dass ich was gemacht habe. Und wenn man hier jetzt sieht, hier 4 von 4 habe ich bei diesem Blitzangriff gemacht. Der klappt jetzt zu 100% und macht auch ein bisschen mehr Schaden. Dann kann ich jetzt hier hochwandern. Den kann ich auch erlernen. Also was auf diesem Baum ist, geht weiter. Auf deren, dem noch nicht. Deswegen sollte ich auch hier die Heilung unbedingt höher machen. So, das hat mich natürlich einige Abenteuerpunkte gekostet, aber ich kann jetzt diesen Heilzauber anbringen. Heilendes Wasser fließt in die Wunden des Ritters und regeneriert eine geringe Menge Lebenspunkte 3 Runden lang. Den sollte ich recht am Anfang machen. Dadurch habe ich die Möglichkeit, mich immer ein bisschen zu heilen. Das glaube ich nicht schlecht ist, oder? Gibt es einen noch schnelleren Heilzauber? Nicht da nach Hause, ne? Okay, aber den brauche ich auf jeden Fall. Ich kann ihn verbessern. Der klappt nämlich auch nicht immer. Der kostet auch 3 Runden vorher, den zu machen. Oh. Ja, weiß ich nicht. Beim ganz schwachen Gegner wird er sich lohnen, ne? Lohnt er sich überhaupt? Die Zeit geht auch nicht weiter runter, ne? Also der sollte ja wenigstens klappen. Das wäre ja schon doof. 88%, dass er jetzt klappt. Ich werde den jetzt einfach mal anwenden. Und den Blitzangriff, den haben wir jetzt auch super hoch schon. 100%, der klappt jetzt immer. Das machen wir immer am Anfang. Und dann die Heilung. Nun gut, testen wir es. Ein Naturgeist. Na, der Gegner ist sowieso tot. Eine Heilpflanze. Auch direkt tot. Frostwolf. Ja, das lohnt sich jetzt momentan nicht, ne? Diesen Heilzauber. Setzen wir ihn mal da hinten rein. Und wir kommen gleich schon zum letzten Endboss. Hoffentlich war das mit den Heilzaubern nicht Blödsinn. Da habe ich nämlich richtig viele Punkte jetzt eingesetzt. Ah, hat's überlebt. Mistvieh. Endlich habe ich die letzte Ebene dieses Waldes erreicht. Ich bin bereit für die finale Prüfung. Seid gegrüßt, junger Schüler. Wenn ihr es schafft, mich zu bezwingen, dann seid ihr bereit für die gefährlichsten Abenteuer und ihr werdet zum Ritter geschlagen. Wie soll ich gegen euch antreten? Kämpfen wir bis zum bitteren Ende? Keine Sorge, ich verkrafte ein paar harte Schläge. Doch wenn ihr mich nicht bezwingt, denkt daran, dass eure neuen geplünderten Gegenstände verloren sind. Noch habt ihr die Möglichkeit umzukehren. Der Elementarmeister, ja, der wird schwierig. Gucken wir kurz ins Inventar. Wir haben uns einen Trank geholt. Den da. Wie viel machst du hoch? Ah, nicht so viel, aber immerhin. Der hat mich 5 von den Diamanten gekostet. Ja, jetzt ist die Überlegung. Entweder bringen wir ihn schnell down. Auf jeden Fall Blitzattacke für uns. Dann Magie, würde ich sagen. Der dauert ewig. Ich habe es eigentlich nur wegen der Heilung hier hoch gemacht. Das hat mich natürlich viel zu viel gekostet. Hoffentlich bringt das was. Legen wir los. Blitzattacke hat geklappt, das ist gut. So, der macht Heilung auf sich. Das machen wir auch. Aha. Das muss man auch erstmal wissen. Weil da könnte ich nämlich vorher die andere Attacke machen. Das heißt, er nimmt Schaden bei Heilung. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Der Elementarmeister. Ja, wir haben einige Gegenstände verloren. Macht nichts.
So ein Mist. Ja. Du hast nichts Besseres geholt. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, und ich habe ja diesen Spezialgegenstand gehabt. Dürfen also eigentlich alle Gegenstände behalten haben, oder? Sieht so aus. Kaufen. Hm. 5. Magie. Oh, Zusatzschaden. Verkaufen. Ja. Das legen wir mal an. Plus 3. Das ist besser. Boah, ja, das ist ein Riesenunterschied. Auf jeden Fall anlegen. Kaufen, verkaufen. Ah ja, und das habt ihr auch gesehen, wir können jetzt 25 Gegenstände tragen. Wir haben uns da ein bisschen höher gemacht. So. Was wollte ich jetzt hier? Ich wollte hier irgendwas machen. Wir müssen auf jeden Fall den kaufen. Den brauchen wir. Zurück. Revanche! So ein Mistsack. Ja, da setzen wir uns recht schnell durch. Das brauchen wir nicht. Lang geht sowieso kein Kampf. Also dann, wenn man sieht, was ich meinte, diese Fähigkeit hat. Pflanzt dem Gegner verdorbenes Wasser mit 100% Magieschaden ein, welches 3 Runden lang jegliche eintreffende Heilung in Schaden umwandelt. Ist also recht wichtig gegen einen heilenden Gegner, also wie den. Das heißt, den Zauber müssen wir zuerst machen. Und wenn wir den gemacht haben, dann macht er Schaden. Das ist super. So, wir setzen uns gerade mal durch. Das geht recht schnell jetzt, weil wir so stark sind. Wir müssen auf 30, kriegen dafür noch zusätzlich jede Menge Diamanten und Geld. Gegenstände, die wir verkaufen können. Heilbrunnen, ja, Zufall, dass man das kriegt. Also, dass der Blitzangriff jetzt zu 100% klappt, ist Hammer. Davon bräuchte ich ein paar. Hey, wir haben sogar einen Heiltrank. Nice. So, Bossgegner, der war mal ein Problem vor 2 Videos. Das ist er jetzt nicht mehr. Steigen beim nächsten Mal auf, das ist gut. Dann haben wir nämlich auch wieder Astralenergie. So, jetzt können wir mal schauen, was machen wir? Wir können da noch nicht hoch, komischerweise, obwohl wir das... Ah ne, wir haben das noch nicht zum Maximum. Brauchen wir diese Fähigkeit? Erzeugt eine Kopie des Ritters aus lebendem Wasser mit 10% der maximalen Lebenspunkte, die Angriff des Gegners auf sich lenkt. Sollte die Kopie am Ende des Kampfes noch leben, werden ihre verbliebenen Lebenspunkte dem Ritter hinzugefügt. Das ist super, will ich haben. Verbessern wir das, das kaufen wir als nächstes. Und anscheinend kostet das 0 Zeit. Das ist richtig gut. Die Attacke, dann den. Für normale Kämpfe ist es perfekt. Der nächste Bossgegner. Magie ist auch saustark bei uns. Diesen magischen Zauber machen. Bam, 49, super geil.
Also ihr seht schon, der hat keine Chance mehr. Wir können uns einfach nochmal hier hochgrinden. Dafür ist das super hier der Wald. Um richtig reich zu werden oder dergleichen. Oh, das hat er überlebt. Sehr schön wäre jetzt nochmal ein Heilbrunnen oder dergleichen. So, wir sind beim Elementarmeister wieder angekommen. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall nach der Blitzattacke das machen. Oder wir machen es zuerst. Frage ist, fängt er mit der Heilung auch schon an? Bevor ich ihm Schaden mache, vielleicht heilt er sich erst, nachdem ich Schaden mache. Vielleicht ist das so programmiert. Deswegen will ich erstmal die Blitzattacke machen. Dann den. Dann vielleicht auf mich selber Heilung. Dauert 3 Runden. Dauert auch 3 Runden. Das ist natürlich blöd. Aber er nimmt dann schon mal Schaden. Dann machen wir eine dicke Wumme auf ihn drauf. Ja, und so machen wir es, würde ich sagen. Heilung brauchen wir eigentlich nicht. Okay, toi toi toi. Wir brauchen aber noch ein bisschen Energie. Und wir haben Heiltränke, habe ich gesehen. Los geht's. Blitzangriff, er will sich heilen. Ja, aber er hat das auf sich drauf. Das heißt, er nimmt selber Schaden anstatt Heilung. Hahaha, das ist super. Oh, das hat er auch auf uns gelegt. Das ist ein Mistsack. Ja, das ist ziemlich ausgeglichen und wir sind auch noch am Bluten. Feuerschaden. Krasser Kampf. Komm, schlag zu! Schlag zu! Mach doch was! Ja, gewonnen! Bei Prarios, ihr konntet mich bezwingen. Damit habt ihr die erteilte Prüfung erfolgreich absolviert. Hiermit ernenne ich euch offiziell zu einem Elementarritter. Tragt diesen Titel mit Stolz und zeigt den Orks, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Jawohl, Lehrmeister. Und jede Menge Diamanten. Sehr schön. Zurück nach Greifenfort. Diese Karte ist abgehakt. Hervorragend. Was haben wir denn hier für schöne Sachen, die wir vielleicht irgendwie brauchen? Fangen wir mal hier oben an. Da haben wir nur einen. Hier haben wir was, was wir verkaufen können. Was nicht so gut ist. So, das brauchen wir auch nicht. Ne, da ist mir die Geschwindigkeit wichtiger. Kaufen. Ah, das ist nicht schlecht. Mehr Schaden, ne? Körperkraft ist schon sau wichtig. Geschwindigkeit ist auch super. Ja, komm, die verkaufen wir. Weg damit. Waffe 4 bis 6, das sollten wir uns merken. 4 bis 6 und Geschwindigkeit. Okay, sag mal, was du da hast. 4 bis 6 und Konstitution brauchen wir nicht. Das ist super. Resistenz, Konstitution und Schaden. Das ist aber auch gut. Nö, dann würde ich sagen, gehen wir mal in eine neue Gegend. Das machen wir. Oder? Ja. Da können wir noch nicht hin. Stufenanforderung muss man mindestens 20 sein. Gehen wir darüber. Der ist abgehakt. Da können wir auch nichts mehr machen. Abenteuer komplett. Aber wir können trotzdem nochmal hin zum Grinden. Interessant. Kristallhöhle. Hinter den Wäldern von Greifenfurt taucht im fahlen Licht das mächtige Gebirge des Fensterkamms, der Fensterkamm auf. Am Fuß der Berge befindet sich der Eingang zu einer geheimnisvollen Höhle, zu der schon viele gruselige Geschichten erzählt wurden. Die Kristallhöhle ist 60 Ebenen tief, 60 Ebenen brauchen wir jetzt, was sich in den dunkelsten Tiefen verbirgt, vermögen nur die mutigsten Helden Aventuriens zu berichten. Die Kristallhöhle. Okay. Na gut, 100 Dukaten auf Hinder.
Die Kristallhöhle hat es in sich. Seid ihr bereit für die 60 tiefen Ebenen? Ein langer Weg erwartet euch. Ich denke schon. Die vielen Kämpfe haben mich zu einem versierten Krieger gemacht. Davon bin ich auch langsam überzeugt. Diese Höhlen werdet ihr allein erforschen müssen. Also vergesst nie hin und wieder nach Greifenfurt zurückzukehren, wenn es zu brenzlig wird. Gerüchte besagen, dass sich hier der Anführer der Goblins und enger Verbündeter des dunklen Ritters versteckt hält. Wenn ihr ihn besiegen könnt, warten sicher noch zusätzliche Diamanten auf euch als Belohnung. Yeah, Reichtum! Und wir fangen direkt mit einem Stufe 10 Gegner an, der sollte aber trotzdem kein Problem sein. Das brauchen wir schon mal nicht. Kann ich das irgendwie wegmachen? Ah, ich kann hier ausrüsten. Ah, okay, dann nimmt das weg. Das brauche ich alles nicht. Wieso macht er das nicht? Legt er den immer wieder dahin, warum auch immer. Na gut, soll mir recht sein. Wir wollen auf jeden Fall den Blitzangriff haben. Ja. Und für den Notfall Magie hinterher? Ne, Magie erst recht spät. Los geht's. Geone-shotted. Ha! Neue Höhle, starke Gegner am Arsch, ne? Oder wie war's? Oh, doch, jetzt geht's. Da passiert wieder was. Bin ich vergiftet. Giftschaden. Regeneration. Nicht schlecht. Ein Dunkelwolf. Verderben! Heilung wird in Schaden umgewandelt, können die machen. Na gut. Also muss ich Resistenzen aufbauen jetzt, damit sie mir nicht mehr hier diese Zusatzwerte eingeben können. Und wir sind wieder aufgestiegen. Das heißt, wir werden Punkte verteilen. Und zwar in das hier, glaube ich. Das kostet wie viel? 13. Ah, shit. So, was hast du denn hier Nettes? Das ist gut. 4 bis 6 plus 5. Moment mal. 4 bis 6 plus 5. Aber das andere hat noch was zusätzlich. Nämlich nochmal Zusatzschaden. Wollen wir haben. Plus 7. Ist auch gut, ne? Ah, jetzt gibt es hier wieder bessere Sachen. Okay. Weiter geht's. Inventar. Wir wollen dieses Schwert austauschen. Sehr schön. Ah, aber fast getötet. Überraschungsangriff. Vergiftete Klinge. Und ein Hinterhalt noch. Zack. Konter. Jetzt wird schon interessanter. Wenn ich alle 10 Level auch hier einen Bossgegner habe, wird es natürlich problematisch. Fetter Blob. Bossgegner. Ja, den werde ich wohl nicht schaffen so. Haben wir noch Heiltränke? Ja, haben wir. Trink mal einen. Ne, trink mal besser zwei, oder? Ach komm, wir versuchen das. Okay, wir hätten gerne... Der kann bestimmt Heilung auf sich machen, der Mistzack. Wir machen auf jeden Fall Heilung auf uns. Ja, so. Leg los. 264. Das ist übel. Regeneration. Immerhin. Boah! 90 Schaden. Ach du Schande. Okay, das war's dann wohl. Schleim verhärten. Damit hat er einen Buff. 50% Rüstung. Ne, keine Schnitte. Keine Schnitte. Warum kann ich auch keine... Oh! Wie sind wir hier abhauen können? Wie ist das möglich gewesen? Wie auch immer das möglich war, wir ziehen uns auf jeden Fall zurück. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich habe nichts geklickt. Seltsam.
zeigt er den Helm nicht an? Achso, ich bin beim Händler dran. Ja, logisch. Ja, dann heißt es jetzt wieder mal ein bisschen grinden. Und ich würde sagen, das mache ich mal wieder ohne euch. Und wenn ich da mal ein bisschen weiter bin, schauen wir uns das nochmal an. Bis demnächst, euer Chojin.